spielen. Ja. Das heißt, LeBlanc First Pick und dann Kha'Zix Ouri. LeBlanc ist auch wenn sie was davon offen lassen. Aber was ist, wenn sie. Oh, der Kha'Zix gebannt. Ja, er wollte Kha'Zix picken. Ja, das ist jetzt natürlich. Dann sollten wir vielleicht doch Kha'Zix First picken. Nice, okay. Oh mein Gott. Ja, also, ich bin ehrlich, ich glaube, wenn wir LeBlanc, Nico haben, wie soll Kha'Zix spielen? Der hat schon gut One Benight auf seinem Kha'Zix, ne? Ja, die können auch immer noch King Xerath oder so spielen. Wollen wir die LeBlanc hundertprozentig top haben? Nö. Ja, ich denke, ich kann in die Matchup gegen Yamato gewinnen, ja. Aber wenn es für Freddy besser mit ist, können wir es auch gerne flexen. Lass es einfach Mitte spielen in den Kha'Zix rein. Das ist so gut. Du deckst ihn auf mit dem Dingens. LeBlanc only Split Push, oder? Ja. Es ist basically only Split Push, ja. Okay. Ich glaube nicht, dass das Argument, dass man deckt Kha'Zix auf der Selling Point sein sollte. Das ist komplett unplayable, by the way. LeBlanc gegen Kha'Zix. Ja, aber so oft wird sie nicht gegen ihn fighten, you know? Okay. Nee, wenn sie Split pusht, wird sie nicht so oft in Teamfight den Kha'Zix aufdecken, ist mein Punkt. Ich find's aber noch gut. Emily ist auch nicht bad. Weil der kann ja auch LeBlanc auf Sider nicht töten, das ist halt auch noch ein Ding. Niemand kann LeBlanc auf Sider töten, außer Camille. Wir sollten schon Dings first picken hier, ne? Also entweder Kha'Zix first pick, oder wir sagen. Weil der will ihn ja, das anscheinend. Genau, oder wir picken Nico LeBlanc da rein. Können wir auch machen, ja. Was habt ihr lieber? Ich will lieber Kha'Zix bei uns. Lass mich ganz kurz gucken. Spielt Vysotsky Kha'Zix? Das hat die Frage. LeBlanc? Wisst ihr das? No idea. Ich will lieber einen Champ first picken, von dem wir wissen, dass es funktioniert. Ich weiß, dass Yamato Ken heute dein Profil angeschaut hat und LeBlanc geübt hat oder so. LeBlanc Videos angeschaut hat. Ich pick Kha'Zix. Okay. Er hat keine Games, der Gute. Auf das LeBlanc. Ich spiele die Mitte, wenn man. Der hat einige LeBlanc Games. Er hat AP LeBlanc Games, genau. Ja. Der hat aber der kann LeBlanc Game auch. Wenn du AP LeBlanc kannst, kannst du auch AD LeBlanc, glaube ich. Die Frage ist, was wir jetzt into dieses Shit-Champ machen. Oh, fuck, man. Das Nautilus ist noch da, Braum ist noch da. Naut, Braum. Blitz, Fresh. Ah, Blitz, Fresh sind nicht so geil in Tyrell. Was mit Leona oder sowas? Gibt die noch? Ja, es kommt darauf an, was wir brauchen. Wenn wir einfach nur Engage brauchen, dann ist es Nautilus, Leona. Wenn ihr Engage habt, kann ich auch Braum spielen. Ich hasse diesen Champion. Ich auch. Ja. Warte, deckt Brian, der dich auch auf mit so der W? Broken. Ich weiß es nicht. Ist nicht True Side, oder? Es ist nur Normal Side. Nicht. Aber vielleicht also hat ihre Q oder ihre Ult deckt bestimmt auf. Ich google mal schnell. Boah, das wäre sehr geil. Bitte machen. Nice. Okay, ich glaube, dann ist jetzt ein Renata-Engel tatsächlich da, ne? Wollen wir jetzt LeBlanc Ouri rotieren? Das könnten wir auch machen. Was denkst du, Brüder? Ja, dann bräuchten wir Engage, dann geht Renata. Ist fein, wir können Botlane chillen. Oder wir den Xayah weg. Nein, ist auch gut. Will ich nicht. Nee. Wir können LeBlanc schon mal picken, oder? Dann, da sind wir uns alle einig. LeBlanc. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt ist die Frage, lösen wir den Flex direkt auf? Oder picken wir hier vielleicht schon AD oder Support? Wir können schon Braum hier gehen. Picken, dann brauchen wir bräuchten halt dann Frontline Top, ne? Dann brauchen wir irgendwie Seraphine oder so Bot. Ja, Es ist Braum, Renata, Nautilus. Braum. Aber dann haben wir halt auch kein Engage, ne? Von mir. Wenn wir Split Push spielen. Wir wollen nicht engagen, glaube ich. Wir wollen Kiteback. Kiteback ist schon ein Kiteback into Tech Turrets kommen. Das Ding ist, Kha'Zix gegen Rell ist fucking schwer zu spielen, ne? Weil, also, du kannst nicht gegen Rell jumpen, weil die das immer super einfach cancelt. Also wegjumpen. Mit der Ult oder was? Ja, die Ult cancelt deinen Jump. Das heißt, sobald sie auf dich jumpt, also ihre W cancelt das, glaube ich, auch. Also beides cancelt automatisch. Ezreal wäre ja auch gar nicht bad, oder? Wait, das ist ein sehr guter Punkt. Ezreal geht, ja. Ja, Ezreal ist sehr geil, ja. Ist, glaube ich, ein guter Pick hier. Wann habe ich gespielt letzte Runde? Six. Ja. Six, Alistair. So gut, dass so viele Champs schon raus sind, vor denen wir Angst hatten. Also das erste Game war so ein Segen, das auch mal zu gewinnen. True. Was hätten wir hier von Ashe? Ja, nein. Also ich hab im Angebot Ashe, Lucian oder Ezreal. Beide, alle drei sehr gut. Ezreal. Mhm. Also ich würde Xayah, Ashe, Ezreal sehen. Zeige sich gar nicht, to be honest. Nicht jetzt so Into Viego, Rell? Ich finde Into Viego nicht so cool. Into Rell geht's. Oder Into Rell ist gut sogar.
Aber ich würde die anderen Champs lieber spielen. Ezreal. Na, wahrscheinlich ist Ezreal der Beste mit Kha'Zix, ne? Ezreal. Ja, ja, yeah, let's do it. Mhm. Ist okay. Dann spielen wir jetzt entweder Uri oder Rumble, ne? Oder ja. Gwen. Wait, sollen wir nicht Uri hier nehmen schon? Die picken zuerst. Lass kurz warten, dass die picken. Uri nehmen, wenn die sie nicht picken, ja. Willst du LeBlanc gegen sie spielen oder hast du einen Counterpick? Jetzt ist halt die Frage, was wir machen, weil du müsstest Top-AP blind picken. Kann ich machen. Ansonsten ich können wir auch einfach für Mitte irgendwie Ahri oder so spielen oder Viktor oder Syndra oder Xerath. Pick dein bestes Matchup, das du picken kannst oder LeBlanc. Deine Wahl. Also ich würde wahrscheinlich dann Xerath nehmen, wenn wir Ezreal auch noch nehmen. Ist er nicht Ash cooler für ein bisschen CC? Oder? Na komm, ich nehme mir Ezreal. Ja. Also, ansonsten müsstest du Rumble oder Gwen top halt picken, ne? Kannst sehr gerne Xerath gehen, ich bin happy. Ich kann auch Gwen blinden. Ich glaube, das ist besser, oder? Ich finde Toplane, so Gwen blind oder so, sehr viel geiler, weil ich glaube, der hat ja keinen, also spielt ja keine Counterpicks oder kann er halt nicht spielen. Deswegen kann ich so safe blinden, aber ich will, dass Freddy ein gutes Matchup hat. Das ist mir wichtiger. Ja, ist LeBlanc gegen Uri fein? Ja, aber LeBlanc ist völlig fein gegen, also dann gegen alles. Aber wir können Xerath auch einfach picken, dann haben wir sie top. 5 Sekunden. Dann lässt du über top spielen hier. Gwen, ja. Oder was? Ja, würde ich jetzt auch machen. Ist fein, ne? Ah, ja, in den Chat. Wenn er jetzt Jax oder Olaf pickt, dann spiele ich Early Game ein bisschen passiv. Das war's. Alles andere ist fein. Also, der wird, glaube ich, trotzdem einfach jetzt einen Tank reinhauen. Also, denk niemals ist er confident dafür. Also, go ahead, ne? Das finde ich also, geil. Wenn der jetzt drin mehr lockt, habe ich Kha'Zix gegen 3 Autodeck-Champs, ne? Sollte schon sehr cool sein, auch wenn die Uri haben. Das ist schon ein Giga-Chat-Moment von Yamato. Nein, der pickt niemals Irelia. Okay, ist ja. Auch, ist auch Losing Matchup gegen Gwen, by the way. Irelia. Aber Woolly Bear doch auch, oder? Also, Woolly Bear ist fast Losing, aber nicht sofort, ja. Oh mein Gott. Okay, die Frage ist, gehe ich jetzt zur nächsten Runde? Kani, wie ist Relgi, also welche Dinge sind Tenacity, werden gecountet von Tenacity? Welche Rel-Dinger? Nur Q, oder? Weil W ist ein Knock-Up und Ult ist auch ein Knock-Up. Dann lohnt sich Tenacity hier nicht. Ah, ich bin mir jetzt nicht 100%, ich bin kein Rel-Konnoisseur, aber das wäre jetzt so mein erster Impuls. Okay. Nur let's go get it, guys. Ja, wir nehmen den Penis tief in den Mund bis Level 11 und dann haben wir gewonnen. Ich bin Slipper Schonli. Wie tief? Ich wollte nicht fragen. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt in Hyrule-Build gehen soll. Muss mal kurz überlegen. Okay. Brücki, was macht der Skin mit dir? Siehst du schon so aus? Matchup? Nee, ne? Boah, das ist ja ein... Ich weiß nicht, soll ich vielleicht mal Jannis Mom fragen, oder? Was? Fuck, das war ein guter Konter. Was? Was hat ihr das mit Janis Mom zu tun? Ihr müsst das neue Maki-Video schauen. Ich hab Janine gefragt, ob sie in Korea mit ins Sexhotel kommt. Und sie hat währenddessen mit ihrer Mutter telefoniert und ich wusste das nicht. Oh mein Gott. Leute, also guck mal, Rel Cheese vielleicht. Achtung, ich guck mal. Kannst du hier runtergehen, Kani? Oder ist er dann schlecht? Aber nicht da drin bleiben, nee, nur Havan. Rein, raus. Ja. Aber hat die Mutter das gehört? Oder? Ja. Nur? Oh, es war ein sehr awkward Besuch 2 Tage später. Aber es war lustig, glaube ich, für sie. Das ist doch nicht schlimm, oder? Nein, ist es auch nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm, wenn die Tochter ein bisschen Gruppensex macht. Aber es gibt trotzdem angenehmere Gespräche. Wie sieht Hotline Prior aus? Wir haben keine. Oder? Also, to be honest, wir können dafür spielen. Aber ich glaube, ich würde nicht. Probiert mal, dafür zu spielen. Okay, ich will nach unten parfen hier. Okay. Also ich glaube nicht, dass wir Toplane wirklich irgendwas machen können. Ne? Damit hat sich unser Job etwas... Ja, ich gewinne einfach, wenn er die ersten drei Level nicht mich zurückhält. Damit hat sich unser Job etwas erschwert, Kani. Ne?
Ja, ich kann dir nicht helfen. Wenn ich hab dich nicht verstanden. Damit hat unser Job etwas erschwert. Du musst nach vorne gehen und ein paar Autotext von dem Aphelios tanken, aber nur wenn ich für einen Minion gehe, sonst gehst du nicht nach vorne. Ja, ja, damit er nicht pushen kann, ja, ja. Damit er mich vorbei nicht poken kann. Ja, das aber sieht so aus, als wenn der Bot Side Path, ne? Also so wie ich auch, wahrscheinlich Full Clear. Wurde best in Lane. Aber wir kriegen sogar Prio. Ich geh mal hier rein, okay? Also, wenn ihr Prior habt, glaube ich, sollte einfach nur hier worden. Irgendwann, dann in einer Minute oder so. Chat. Chat gemacht. Kann Raptoren hier worden? Du meintest einfach River Krabbe worden, oder? Ja, der Path runter, genau wie erwartet. Ich bin dann weg, ne? Ich hab drei so kleine Wüsten gekriegt. Drei Stück! Ja. Was? Ja. Dann, also tatsächlich hätten wir sogar vielleicht nicht geworden können. Du hast einen Mega-Job gemacht, ich hab verkackt. Was hast du ange. Die Wave pusht jetzt zurück zu euch, oder? Nee, ich kann auch gegen pushen. Ich hab auch in 18 Sekunden Minion Damage. Probiert mal Push zu halten. Ja. Also ich würde euch sehr gerne ein Base geben, einfach für Kal oder so. Macht doch schon Kal. Oder für Tier, I guess. Also wir nehmen, glaube ich, die Krabbe zusammen und du basest dann in 30 Sekunden, okay? Ja. Wenn ihr das schafft, aber mal gucken. Ich habe jetzt den Minion Demand auch. Also der ist am Blue Buff. So, dann könnt ihr euch schon mal Richtung River hovern und... Ja, es ist nicht wirklich, also nicht sehr so easy. Wir haben nicht wirklich Push, wir haben nicht wirklich Push. Na, ich wir bin sind ein bisschen früher da. Ich glaube, wir sind echt stärker im ja, ich glaube auch. Weil er hat 3. keine. Mit ist schon low und wenig Mana. Ich glaube, wir können aber nicht engagen hier. Ich glaube, ich mache aber die Krabbe in Richtung Mitte, okay? Aber ich werde ziemlich sicher bauen. Ja, ich kann zuerst move, auf jeden Fall, ja. Okay, jetzt habe ich die Top-Krabbe. Hast du Krabbe? Geil. Kann man nicht verändern, ne? Ja, ich habe die Krabbe. Also, ja, cool. Entweder wir ganken Bots oder ich gehe Base. Nee, geh Base. Aber ich glaube, wir ganken Bett. Ich glaube, wir ganken. Ich habe 7 Sekunden auf Schild. Aber benutzt mal nicht so viele Summoners, aber. Kannst du mal gucken, ja? Na, Moment. Kommen wir nicht Moment, ran. Moment. Ja. Aber die Wave steht jetzt auch ganz. Aber wir können, glaube ich, sogar immer noch, ne? Ich habe 12 auf Schild. Ja, ich sehe dich. Well. Oh mein Gott, I'm inting. Sorry. Ah, schade. Das ist trotzdem super, ne? Was haben die geused? Beide Flashes. Flash. Ah, beide Flashes? Okay. Mhm. Ja. Pushen wir noch? Ich glaube, keine, du kannst hier basen. Im Busch. Oh, der Cannon Minion. Nimm den noch. It's fine. Nee. Also, ich hab vielleicht dafür Grom verloren, though. Wir sind keine Temposünder. Ich bin ein Temposünder auf jeden Fall. Gut. Abe. Shame. Schade. Ey, wir wurden top, wenn nicht solo killt. Das ist gut, oder? Ja, ist gut. Ich bin winning. Nice, sehr schön. Maschine. Danke. Hat der Weg gut gegankt? Du hast vorhin gesagt, solange du erst drei Level nicht solo kill bist, chilling. Kann ich, also hier oder da pink worden, wäre sehr geil. Aber da wird auch Rell und Vigo kommen, okay? Muss ein bisschen. Rell ist schon unten in Lane. Rell ist schon wieder unten in Lane. Dann reicht der. Das reicht so. Okay. Sagst du, Fred Erik stirbt eh nicht. Ich bin super fein, ja. Oh, mein Gott, zehntet. Oh, fuck. Holy shit. Okay. Das ist noch okay. Das ist vielleicht ein Dragon für uns. Leider beide Sums geused auch. Gönnt ihr mal die XP? Gehen wir ruhig vor, Kani, oder nicht? Kani, ja. Gönnt ihr die XP, du hast so die XP. Ich glaube, wir machen den Dragon alle zusammen. Ja, ich komme und ich bin sehr stark. Wir haben auch Mitte, no? Ja. Ich würde gerne aber Demolish einmal pocken, ja. Okay, wenn ich weiß halt nicht, ob ich vielleicht bis dann sterben kann. Will ich kommen oder nicht? Ja, ich glaube, komm lieber. Also, ich brauche Hilfe. Ich bin tot. Ich komme. Okay, der ist hier irgendwo dran, ne? Kani, siehst du ihn? Ja. Gut. I mean, ich bin, glaube ich, schon tot. Ich bin tot. Raus. Ist nicht gut. Und einen Stack hast. Wird. Also, probieren rauszukommen. Best. Jego Flash, Ori Flash, Aphelios Flash?
Warfeles hatte keinen, oder? Werden Sie auch wieder aufgehört, Leute. Wir sind ja, ist auch gut. Wäre schön gewesen, aber. Wir haben einen Drake. Wie krass hält er sich am Drake? Kann er mich ganken? Der wird dich, glaube ich, nicht ganken. Okay. Er könnte, aber. Also. Ey, also das würde ich vielleicht nicht machen. aber die Welt kriegt er auf jeden Fall raus. Ich hab dich erst viel spielen sehen, willst du noch viel wilder und Shit machen? Mich? Ja. Ja, aber ich bin ja auch dumm. also wenn ich Edi spiele, bin ich komplett dumm. Ich auch. So Spaß, dumm zu sein als Edi. Und sich dann über alles beschweren. My life. Vegos Toplin ist schon Level 6. Sein Red steht noch. Willst du invaden? Ich bin stärker als Wode. Wo ist die Rel? Wir bräuchten ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir sehen die Rel nicht. Das ist Top-App, ich kriege hier ein Ward, dann komme ich. Mitte. Aber ich glaube, wir haben hier. Ich habe eine Position hier. Ich würde hier gerne spielen, okay? Auf den Weg. In den Top-Lane? Mitte. Ja, bitte kein Ult. Komm zu mir, Kani. Komm zu mir, wenn du kannst, okay? Ja. Ich habe gerade nichts. Keine W, keine Q. Ich gehe auf den Weg. Aphelios kann auch da sein. Ich bin noch nicht da, ne? Okay, das hier. Ich glaube, ich krieg nur das hier. Ja, ich könnte eine Platte nehmen und dann reset. Ich muss raus, ja. Okay, Kani, jetzt gehst du bitte auch in Wiss. Kannst du noch wen? Ja, gut. Das wär's vielleicht. Ich glaube, den Herald machen wir aber nicht. Good job, Toplane. Ich muss nicht da gesehen. Ich muss unten annehmen. Mit dir am besten, Kani. Ich würde nämlich gerne ficken. Da sind Mitte zwei. Kommst du raus, Kani? Ich hab noch W. Ich glaube, ihr könnt da ruhig fighten mit Brücke, ne? Wenn Brücke da ist. Ja, aber ich glaube, ohne Wave. Muss nicht sein, oder? Hier? Okay, das heißt, die kriegen unsere komplette Botzeit so. Die kriegen vor allem unseren Braum. Was ich persönlich sehr viel schlimmer finde. Den können wir abgeben. Die werden dich danach auch diven drücken. Cool. Auch mal sidesteppen kann ich. Das ist ziemlich sicher fighten müssen. Nein, was? Nein, also kann einfach moven, so. Der kann einfach runter moven. Ich weiß nicht, warum sie den Geld lässt. Alles gut, lass doch Solo-Lane spielen. Freddy, wo lieber kein Mitte kommt, Vorsicht. Sobald ihr gleich wieder da seid, sollten wir das dann contesten, denke ich. Good job. Nice. Wir können über beide Solo-Lanes einfach gewinnen. These winning boys. Ich brauche Hilfe, Kali, ne? Vielleicht ist er hier. Yes, sir. Wäre so lustig, wenn Harold hier solo. Should be fine. Du machst Harold solo? Nein, ich wollte gucken, ob er es tut. Okay, das sollte passen. Warte mal, wir nehmen das hier gleich zusammen in seine Botzeit, okay? Hat er geultet? Ja, hat er. Dann ist er vielleicht killer. Hat der Flash? Ja. Okay, der ist gebased. Dann bleib du mal im Busch oder gib mir. Oh mein Gott. Unlucky timing. Nimm ich Zeug. Das ist nicht gut. Die kommen, ihr müsst dringend raus. Ah, ich bin schon tot, lauf du. Aphelios ist am Ghosten. Wait, der Bro stirbt am Blue Bar. Fast. Nee. Leider noch. Wir sollten nicht mehr ganz so aggressiv spielen vom Gefühl. Ne? Einfach über Solo-Lanes spielen, da sind wir stark. Ja, wurde bekannt, dass alles benutzt. Ist die Rail reingeflasht, oder? Nee. Es war Ghost Aphelios. Die Frage ist: Ist der Heralded Tree deswegen? Maybe, ne? Ich glaube, die haben noch genommen. Die wollen noch in Tobot spielen, zumindest, ne? Ja. Ja, aber also, kannst du nach der Wave einfach Herald zusammen mit uns machen? Meinst du mich? Okay, das ja, mit rein pushen, dann kann ich zur Wave. Ich kann die Wave pushen, dann bin ich da. Ja, mach das mal bitte. Ja, die könnten auch Bot diven, also Botlane sieht sehr fucked aus. Die diven gerade Botlane, maybe. Ich kann auf dich gleich gucken. Ja, wenn du TP bist, ist auch also mach's erst, wenn Vigo sich schaut. Der Turm ist tot. Der Turm ist tot. Vigo ist da. Okay, dann kannst du vielleicht auch nicht mehr TP'n. Ich brauche keine Hilfe mehr, Leute. Der Turm ist tot, da ist kein guter TP. Ich muss mir actually ganz kurz die 2 Minions nehmen für die Wars. Guess die swappen jetzt Top Lane, I guess? Yep. Wollen wir gegen swappen? Ja, ne? Ich würde wohl lieber weiter abusen können, halt sehr easy. Ja, also, außer du willst 1v2 spielen. Nee. Mit LeBlanc und dann können wir die reinspielen. Aber dann darfst du, glaube ich, musst du weit Botlane. Yeah. Bist du TPing? Yeah, ich wollte die Platte einfach haben. Aber mein Ultimate ist fertig. Aber vielleicht brauchen wir dann TP einfach, um die Botlane zu stoppen, weil ich glaube, ohne
Also ohne dich werden sie jetzt auch den vollen Top-Turret kriegen. Lass mir ein TP mit Home. Ich lass mir ein TP-Bot da, ja? Mein TP-Bot ist auch noch gut im Try. Ah, das wird wahrscheinlich gleich fallen. Ja, der schon. Wir machen es direkt sogar, ne? Vielleicht. Du wärst also direkt auf der Wave, ja. Wenn die committen. Wenn die Turm mitten TP. Ellie, wenn du kommen kannst, bräuchte, also wäre das sehr geil. Ich? Okay. Ja, soll ich also sobald sie diesen. Nee, ja, wenn du. Also es wird, sobald sie den Turm mitten, okay? Sobald sie den Turm mitten, wollen wir auf jeden Fall Fehlers auf. Er hat keinen Ghost, aber er hat Flash. Ich habe einen guten TP-Bot da. Genau. Vielleicht kannst aber du auch hier TP. Der Mitte pushen. Vielleicht ist der TP-Bot besser. Die gehen dafür. Gehen wir rein? Jetzt, ja. Komm mal. Ist an der Leine? Rell. Okay. Keep going. Good job. Irgendwo da war noch der Volley. Volley. Keep going. Hab ihn getaggt. Langsam. Dive. Ja. Dann lass einfach nur den Volley nehmen. Ich glaube Tolkien oder Freddy, du tankst. Ich glaube Tolkien wahrscheinlich. Ich denke. Dann den auch noch jetzt. Denke. Kann ich mehr? Okay, nice. So, ich konnte keinen mehr nehmen, Dragon. Ne, jetzt einfach Botlane Wave rauspushen und Mitte, ne? Wow. War das worth, ja, ne? Ja, klar. Ja. Sicher. Wir haben schon sehr viel verloren, aber dafür, aber. Was? Botlane, ne? Hey. Ja, aber der Tower war schon weg. War doch schon weg. Das waren zwei Waves, Botlane. Ja, gut. Absolut insane war das. Das hat mich ein Wort in der Kurve gekostet, der war sehr teuer. Ja, das war ein harter Verlust. Na, ist schon scheiße, Mann. Ja, nee, ist auch wieder scheiße. Sollen wir vielleicht so ein trauriges Gift anziehen? Aphelios hat auch geflasht. Darf ich das hier so defenden? Ja, Aphelios hat geflasht. Wollt ihr Drake spielen oder nicht? Nein, der ist fucking gone. War weiter in Sideline spielen. Und ich muss noch farmen. Oh, die rotieren hoch. Das können wir nochmal tippen? Was ist das hier? Also vielleicht kannst du legit den Dragon solo, wenn die den noch nicht machen. Ich würde lieber noch das Button nehmen. Ne? Ich krieg vielleicht noch Button, die gehen wieder für Top-Lane-Push. Das ist auch oben bei dir gewesen, Freddy, ne? Der hat aber noch nicht Dragon gemacht, ne? Die können aber nicht pushen, ich hab Static Shift Procs permanent. Ja. Gut, wenn du das halten kannst, dann ist alles easy. Ich kann einfach free halten, ja, die können nichts tun. Dann machen wir jetzt die Camis und gehen dann Dragon nehmen, okay? Moving. Ah, die wollen jetzt für Herald rotieren, für Dragon rotieren. Wollen wir das fighten? 5v5 dann aber. Ja, oder? Solange Aphelios keinen Flash hat, ist das, glaube ich, machbar. Also gut machbar. Die Frage ist wir haben LeBlanc. Ich glaube, wir haben Fuck it. Wir haben LeBlanc. Wir spielen Splitbush. Geh weiter top pushen. Wir gehen den Dragon. Würde ich sagen. Also. Schon? Sure? Ist nicht nach unserer Win-Condition. Wir müssen halt aufpassen, dass wir denen keine frühe Soul-Condition geben, ne? Ist, glaube ich, egal. Also, sonst wird es später halt sehr schwer zu spielen. Das heißt, wenn wir early einen Dragon kriegen können, ist huge für uns. Ich glaube, die werden niemals Sideline können, egal welche Dragons sie haben. Okay, aber die scheinen den tatsächlich Vigo zu geben. Vigo geht Topside öffnen, ja. Also fange ich jetzt den Dragon an. Push rein, Wave, ich bin ziemlich low hier. Ich habe ein Stack für Jungle Item. Also ich krieg das direkt hier nach. Leider. War erst. Oh, ich kann das kann sein, dass sie nicht Toplane töten wollen, Freddy, ne? Ja, ist ja. Also du musst super aufpassen oben. Ja, die sind so. Kein TP für dich. Okay, dann gehen wir jetzt für Deep Ward Spotside. Hast du? Ja, okay. Das heißt, irgendwo rechts Pink Ward und dann links Normal Ward Deep, okay? Hier wahrscheinlich dann den anderen. Ja. Und dann kannst du noch Mana, wenn Orianna hier ist. Ich meine nicht viel. Oh, oder? Wir wollen nicht diven dann, ne? Nee, ich bin useless. Für den Dive. Ich mach bei dem Dive auch nicht so viel. Jetzt hatte ich meinen TP. Geil, Blube. So, ich habe dich mal mit, aber ich glaube, du bist fein im Rücken, ne? Ja. Ja, dann gehe ich auf Biss. Wenn mich die Red lässt. So, wir haben wieder insane TP-Bots hier, by the way. Ja. Wir gehen mit auf Bull. Ich bin nicht fein, weil ich ein Greedy-Inter bin. Fuck. Ja, wollen wir noch die TPs anspielen? Ich muss doch unbedingt vorbasen, ich bin useless. Genau, dann mach das mal. Aber ich glaube, das kann danach noch funktionieren. Warte kurz, Orianna. Also, ich glaube, einer rechts, einer links, maybe? Sagen wir, willst du machen, aber ich gebe ihn raus. Okay. Ja, die Call-Nade. Die Botside-Camps von denen sind ab, dann würde ich die einfach bespielen gerne, okay? Bin jetzt sehr OP. Ich hab auch TP für dich fertig, nicht normal gehen. Kann ich kommen mit. Botside Camps von denen. Mindestens ein Turret, okay? Kann der Reinhexter gaten am Luki Looking? Lieber Botwave, oder? Ich würde einfach den Stil spielen.
Dann tu das. Ja, das ist sehr gefährlich. Wir verlieren. Ja. Ori-Ult benutzt. Okay, lass den direkt zur Herald rotieren. Actually. Brauche ich den Vision halt im besten Fall irgendwo hier? Ja, ja, du holst dir Vision, ich geh farmen. Ich glaube, ich brauche Level 11 jetzt erstmal. Jugos Best. Ja, der wird jetzt mit Portals hochgehen, okay? Wäre sehr geil, wenn du den findest, Kani. Was mit Herald? Ich glaube, du wurdest hier und ich kill die Ori unten. Ist gut, ne? Was hältst du davon, Tolkien? Ich bin happy damit. Hat jetzt kein Flash auf Vego ist hier, Vego ist hier. Dann probier ich mal reinzukriegen. Oder All-In ist sehr gut, ja, sehr gut. Ich kann den Clean-Upen. Einfach jetzt Wave rein. Vego ist immer noch Topside. Ich bin jetzt da. Kannst du dich finishen? Ja. Nice, good job. Okay, du pushst dich hier Base. Vielleicht kriegen wir den Herald noch defended. Immer ein Herald, ne? Könnten ja, ich glaube, die fangen ja. Den aber jetzt erst an. Ihr müsst super aufpassen, ne? Die haben gerade Play. Ich bin nach einem Cap auch Level 11 dann, dann haben wir es maybe. Oh, Junge! Ah, der da eh. Okay, ich habe leider 10 HP. Der ist super low. Also beide sind low. Das ist. Okay. Dann passiert nichts mehr. Vego ist irgendwo hier an der Seite. Mountain? Ich push noch eine Wave. Ori hat TP in 5 Sekunden, ne? Burn meint. Du bist rausgekommen, geil. Okay, wofür spielen wir wieder? Botside Vision. Botside für Dragon. Dieselben Wards wie gerade, kann ich. Nimm das mit mir, glaube ich, ne? Mega Bock, Top. Ne, der wird Top nicht contesten, ne? Ich sollte dich nicht shadowen. Ne, ne. Komm einfach mit uns. Wir haben ja, actually hier ein Play, glaube ich. Die werden dieses Portal hier nehmen. Ori kein Flash. Wenn du die getaggt bekommst. Perfekt. Kommen alle. Was? Dann darf Vego Fokus, wenn's geht? Ich bin raus. Ich hätte die Q gemisst. Oh. Nice. So schöner okay. Kill noch, Mann. War ein bisschen bitter. Yes, ja. Okay. Wir haben die Wards aber trotzdem bekommen. Die ist geflasht, oder? Log ist so fun zu spielen. Es ist so respektlos. Die ist geflasht, oder? Ich liebe das so sehr, ne? Die Rell ist geflasht, bin ich sure. Ich glaube, du sollst mehr deinen Bot ziehen. Auf Felix kann Mitte kommen. Auf Mitte kommen. Oder was stellst du? Oder sonst nehme ich die Wave, aber so. Also ich kann gerne Bot gehen. Na klar. Dann TP lieber, ja. Wir haben noch 20 TP für den Rell. Der ist hier lange moved. Ich weiß nicht, für wen. Für dich oder für mich. Wenn der Aphelios hier alleine mit ist, würde ich den vielleicht sogar an-TP'en. Fred, kannst du Base-TP'en? Schaut mal hier. Der hat mittlerweile wieder Flash. Ja, das ist nicht Achtung, gut, zu langsam. Ich, also, okay, das war TP, der ist super gut. Flash habt ihr gekriegt. Nice. Du musst wahrscheinlich noch basen vor Drake, bitte, dass du TP-ready bist. Ja. 25 Sekunden. Oder du kannst den Raptor zum Scheren, aber ich glaube, erst mit dem. Vielleicht den Woody töten, ja. Wenn du ihn tötest, so gut. Wäre sehr schön, wenn du da bist, aber. Ich glaube, der ist ein bisschen tanky für dich. Ich glaube, die wollen Nash spielen, Leute. Oder? Ich kann Drake solo. Okay, dann mache ich hier das Cam und gebase. Hast du Wards? Ja. Aber vielleicht musst du basen. Ich base. Ja, ich glaube, wir brauchen hier vielleicht ein Blue Trinket. Ich glaube, die sind oben diven, kann das sein? Ja, aber die sind auch. Ja, kann ich. Die sind oben diven, ja. KTP. Ja. Wir kommen aus der Base. Ach, fehlt es noch Mitte. Gut, dann lass sie dir chasen danach, wenn du mit Prio kriegst. Ich hab Ulten 5. Ist keine Prio. Sehr langsam spielen, so. Was mit Drake? Die Helden oben. Oh, hier kann TP'n ich nicht, ne? Ich mach grad Drake. Ja. Wir halten die nur ab. Ich hab auch so oder so kein TP. Gut. Die machen den niemals. Die machen den nicht. Wait, Vego Reset, ist das ein Natural? Nein. Wir machen ein Full PvE-Game hier raus. Okay. Nichts wird passieren, außer dass. Ja, Tolkien alles gönnt. Ja, wir kriegen halt immer Camps, wir kommen mal Heads. Genau. Und wir sind jetzt schon überall CS-Leads. Er Sniper! Nice. Let's go, baby! Vego ist hier oben. Wir haben echt Ziele, sehr viele Wards hinter uns, aber ich habe. Ist das ein Matter, ne? Die gehen wieder für dich oben, die gehen wieder für dich eben. Kanne, du musst, glaube ich, basen. Ich wollte gerade so. Ja, hätte ich jetzt gemacht. Die sind wieder oben.
Entscheide dich mal für eine Seite, wo du Deep Warden willst. Entweder oder Top. Ja, warst du nicht jetzt Topside, wo Nash haben ist, oder? Ja, probieren das tot. Ich mach Pro. Wir kriegen gerade Tier 2. Mit ja kein Flash, der auf dem Aphelios. Genau. Ich würde den, glaube ich, sogar All-In hier, Brücke. Der ist alleine, gerne, der ist nicht alleine. Aber lass das mal slow mit meinem. Okay, wer gibt ab? Ich werde den nur wählen und dann kannst du. Aphelios geht zu dir. Der Aphelios geht zu dir. Okay, nevermind. Das ist gut. Die gehen jetzt, wir kriegen jetzt Turrets. Ist gut. Die können auch nicht naschen, oder? Das ist ein Wort hinter uns. Nein, die können nur mit Aphelios naschen. Ja. Willst du die Ground nicht gewesen? Ja, super gerne. Ich hab dann. Hier kommt. Die gehen Richtung Nash, ne? Die gehen Richtung Nash. Die machen die Vision weg. Oh, die Aphelios kein Flash. Können wir hinter den TP'n? Der ist gerade komplett. Also, der ist nicht allein. Der ist nicht allein. Aber ich hab ohne Rail. Drei Leute. Das heißt, wenn wir hier rein TP'n, ist es sehr gut. Nach oben? Wir haben kein TP gerade. Ja. Achso, du hast keinen, ne? Ja, die hat gleich TP. Ich nicht. Ich hab gleich TP. Die machen Nash, aber es ist Flip. Na, ich war leider nicht mehr in Range. Lass bitte ganz langsam spielen. Wenn wir können. Ja. Wir sollen das spielen nochmal. Ja, ich hab die nur geslowt, okay? Die sind sehr, sehr low alle. Aphelios kein Flash. Aphelios ist sehr, sehr low. Das ist nicht so Alter. Langsam. Das sieht gut aus. Ori Flash? Ja, ist sehr vieles, glaube ich, reingeflasht. Das ist nicht gut. Nicht gut. Wir müssen wirklich nur, also nur Range Spells bitte. Nur Range Spells. Niemals also reingehen. Das ist ja disgusting, der CC. Ich bin immer noch strong. Ah, jetzt hat er geflasht, ne? Nee, da hat er kein Flash. Die Ori ist gerade ganz am Ende, glaube ich, geflasht. Alle low. Banger Call. Und dann springt ein Full Life Vego in mich rein. Tiltet mich zur Hölle. Ich habe keine Timestamps enabled, aber. Also die Ori ist. Let me cook on Sideland. Let me go top lane auch. Lass mich den Top nehmen, bitte. Ich hab TP. Ja, die Timestamps sind. Die werden forcen jetzt wollen. Das ist in ihrer Win Condition. Die könnten jetzt theoretisch, glaube ich, beenden, wenn wir hier sterben. Ja, also wir müssen guten jetzt, Druck auf Sideline machen und einfach wenn slow spielen. Ich glaube, ich werde für die nächsten Waves Dingens gehen, okay? Proxying gehen. Die sehen mich die buffen Top-Lane? Die Wave nicht. Gehen einfach. Ja, also okay, die Wave haben keine Pressure Mitte mehr. Die nächsten werde ich mir gönnen, okay? Die nächsten werde ich mir einfach weg. Das ist gut, ne? Ja, probier mal trotzdem irgendeine Seite zu warden. Mhm. Die gehen unten, ja. Nice. Ja, ich hab die Wave ist free. Die werden mich killen, aber es wird dauern. Wir haben Toplane keine Way. Also, komm mal vielleicht zu uns. Komm, wir können vielleicht helfen, by the way. Ich hab Slows ohne Ende. Wait, der ist allein. Wir outnummern die. Aber Achtung, bisschen wegen. Morgana war top. Ich hab TP, aber ich würde einfach stayen. Das ist mit GA-Kill, ne? Insane, huge. Nice. Der war alleine? Kannst du Mitte pushen, Freddy? Ja. Oder kann ich hier noch so ein bisschen. Rell hat Flash. Rell hat Flash, Vorsicht. Würde den Töten. Oh. Okay, das nice. War's. Das war's. Wir sind auf TP hinter euch. Ja. Drake, ja, eine Minute, Guys. Kannst du noch dein Wort hier irgendwo liegen lassen, Kani? Mhm. Ich bin sehr, sehr, sehr okay. So, wir sollten nicht Topside-Camps von denen vielleicht joinken, während keiner da ist. Aber ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht in Time da sind gleich. Ich hab ein schlechtes Portal genommen. Wir bräuchten Top-Wave auch bald dann, ne? Ich hab TP. Freddy sollte für Drake. Ja, ich geh Base. Machen. Da hängt der Gate abklatsch. ich kann unten einfach TP, ne? Du hast kein TP. Oder brauchen wir mal ein TP? Du hast keins. Also ich hab. Okay. Ja. Ich hätte aber unten TPen können. Ja. Guys, Dragon 5. Können wir contesten? Ja, du pushst. Nein, du pushst jetzt einfach. Ich pushe Botlane, Freddy, du kommst jetzt hinterher. Der ist nicht relevant. Du kommst hinterher. Also irgendwann und dann. Ein bisschen nerven sollten wir sie aber schon. Ich gehe jetzt danach slowen, ja. Ich gehe danach slowen. Aber ihr pusht einfach alle Lanes, okay? Nur ich nerve. Weil ich krieg probably kein Top-Turm und wurde übers Face. Nice. Könnt ihr mitnerven jetzt? Wir können jetzt mitnerven, wenn du möchtest. Ja. Unten mit der Wave? Das ist nicht zu nahe, Kani. Nice. Vorsicht. Wir müssen nicht committen. Ja. Da haben wir ja Martha, da. Der Aphelios ist gerade Bottlane.
Yorana ist eine HP gewesen, die geht Base. 20 Sekunden. Odi hat wir das Flash. Weiterhin? Ja, ne? Ja. Aktuell kriegst du Hits rein mit deiner W, Freddy? Ja. Auf den Inhib? Ja, ne? Dann ist das super gerade. Ja, klar. Ich hab gerade Annex ist toll doch halbiert. Fast down, nicht hört. CC drauf, Qs vielleicht. Richtig. Schön. Slow. Hat auf Bewegung gerettet. Ich geh kurz einmal kämpfen. Wir sehen. Okay. Jetzt können TP-Bot hinter uns kommen. Müssen ein bisschen aufpassen. Wenn die, können die Pressure halten oder nein? Ja. Ja, geht das für Nexus Turret? Mhm. Also, wenn du kannst, rotier mal Mitte zum Poken. Gleiche gilt für Toplane. Ja, mhm. Auf der Wave jetzt, auf der jetzt. Wenn wir den Mitte Turret kriegen, wäre das schön. Ich bin schon da, ich bin schon Mitte. Ja. Vigo kein Ult? Der ist geslowt, wenn du ulten willst, maybe? Okay, 3 Sekunden für Slow. Aufpassen, Kani ist tot. Kani ist tot. Einfach nur weiter kiten, Waves nehmen. Ich komme unten auf Nexus. Die ist alleine, by the way, ne? Die haben mich noch ewig gechased. Die kommen von hier, ne? Ich geh mal auf Aphelios gucken. Ich bin selbst gecovert. Wait, der Braun, der Braun, der Braun. Aphelios bei mir. Crazy. Geh für Inne. Geh den Inne hier. Vigo lebt. Ein Leben, doch. Ein Leben, Vigo. Der hat kein Flash. Kein Flash, Vigo. Weiter Season, glaube ich. Aber ich bin leider oben. Wir haben alle Inhibs. Wir haben theoretisch Nash jetzt einfach. Ich würde sagen, Reset Nash ist Free Win, aber wir können auch versuchen weiter zu. Ja, wenn wir Nash droppen, ist halt schwer. Ich bin oben, wir können niemals pushen. Ich denke hier Reset Nash und gewinnen. Ja. Die kleben an Tolkien. Er sollte fein sein. Ich hab gleich wiederholt, wir können turn, by the way. Lol. Ich turne. Ich brauche aber Hilfe. Nice. Was? Der hat den Minion gehittet. Du beendest okay, what the fuck, Tolkien? Ich meine, no way, ich meine, ich bin verwirrt. Tolkien! Der Backdoor, um das Game zu finishen, finde ich geil. GG's. GG! Das war ein bisschen besser als davor, nice. Ich glaube, wenn wir einfach... Wir haben eine Phase, wo ein bisschen getrollt haben. Es ist wieder diese zwei Tode von mir. Das Early Game ist komplett ass gewesen. Also, für mich. Komplett, no joke. Also, Fred und ich kriegen Solo-Kills und wir werden Blue Buff sterben und keine Ahnung. Ja, also, das muss nicht sein, Leute. Fred und ich können wir das Game alleine gewinnen. Und ich glaube, also, es tut mir mega leid für Yamato, aber er ist halt einfach kein Top-Lane-Main. Ihr könnt mich einfach spielen lassen, no joke. Ja, ja. Ist richtig. Alrighty. Oh, das ist so nasty, LeBlanc. Das macht so Spaß. Fühlst du dich ready, gegen Nemesis das zu spielen? Also gegen Nemesis ist, glaube ich, einfach nur, damit er es nicht spielt, ehrlicherweise, weil das will ich nicht nochmal sehen. Das will ich einfach nicht nochmal sehen. Ich glaube nicht, dass meine LeBlanc. Wir können sie aber immer flexen und der gegen den Champion Fool von Zukill, wenn er jetzt nicht Yasuo pickt und der hebt sich die ja für später auf, sollte eigentlich auch fallen sein, oder? Gerade wenn wir es flexen, weiß das halt nicht. Aber tatsächlich, Camille ist, glaube ich, der beste Pick gegen LeBlanc, I think. Ja, das spielt Renekton, Camille, also, das hört sich sehr gut an, was er dagegen spielt, though. Nee, nur Yasuo und Camille. Ich denke, Renekton ist nicht so gut. Ich glaube, denke ich auch nicht. Du bist einfach gekaltet. Aber bist du nicht outpushed? Einfach die ganze